Ich meine, die 10 HP, da kann er drauf schinnen gerade. Gehen wir ihm doch mal lieber die Defense, weil die ist gerade bei dem ganz, ganz schlecht. Der Minotaurus, der hat die Stärke-Rune. Ja, die kann auch erstmal bleiben. So, Skills, Vampir, der darf einmal kurz Dark Sacrificen auf den Minotaurus. Und ja, damit ziehen wir weiter. Meine Güte, wir sind hier im Normalschwierigkeitsgrad, ja? Nicht mal hart oder 90-80s. Und haben jetzt schon unsere ersten kleinen Problemchen. Ja, das kann ja noch was werden, du. So. Schon wieder finden wir eine Perücke. Was die alle mit ihren Perücken immer haben, ne? Das sind so kleine Perücken-Junkies, habe ich das Gefühl. So, da finden wir auch wieder Geld. Wieder ein Steel-Katar, wieder Geld, Jade und... Na? So, wir finden in dieser Schachtel oder in dieser Box ein Buch mit magischen Containment Devices. Devices sind, glaube ich, Mechaniken oder irgendwie sowas. Als wir es durchblättern, sticht eine Passage besonders hervor. Wie du sehen kannst. Wie du sehen kannst, es ist aufgrund der Art der Riten und Rituale, die benötigt werden, um ein extradimensionales Gefängnis zu erstellen, werden sie fast alle dazu benutzt, Spezien besonders großer Macht gefangen zu halten. Aus welchem Grund auch immer, deine Neugierde bringt dich zwingt dich dazu, die Seite herauszureißen und für dich zu behalten. Hm. You never know when you have to use it. Oder so ähnlich. So, das Wesen, da gehe ich jetzt mal ganz tricky drum herum. Hey. Ja, solange es sich nämlich nicht bewegt. Ist es mir doch wurscht. Da ist die nächste Passage. Okay. Jetzt bin ich natürlich gerade ein bisschen feiglingsgelb. Ich werde mir mal jetzt hier den Herrn gleich anschauen. Aber erstmal kurz. Leather Gloves. Gem wieder. Water of Life. Das regeneriert die ganze Party. Das klingt doch super. Und schon wieder ein Snuff-Video. Ja, oder so ähnlich. So, und hopp. Mist, Überraschungsangriff gibt's nicht. Nein. Naja, gut. So, dann machen wir direkt mal mit einem Frostfall Man at Arms. Sag mal, ist der hier aus, wie heißt es nochmal? Mensch. Na, kommt schon. Ihr wisst, worauf ich ihn, anspiele. Man at Arms. Och, Mist, ey. Ich komme gerade nicht drauf. Ganz berühmte Zeichentrickserie der 80er. He-Man, genau. Man at Arms ist doch einer seiner Freunde sozusagen. Mensch, dass ich so lange gebraucht habe, um jetzt da drauf zu kommen. Furchtbar. So. Aua, aua, aua. Böse sind sie alle. Ja, 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 der gute alte Man at Arms. Menschensjenerst du. So. Der da macht wieder seinen Challenge-Trick. Der haut damit drauf. Irgendwann sollte der Zwerg doch mal tot sein. Wobei, so ein Zwerg steckt ja einiges ein.
Manche von ihnen können sogar ganze Armeen von Sauron oder Co. killen. Ja, ich spiele hier auf Herr der Ringe mit Gimli an. Gimli? Legolas und Gimli? Ja, Gimli müsste das gewesen sein. Jetzt bringe ich mich ja schon selbst durcheinander. Zweifel an mir selbst. Oh Gott. So, Man at Arms, einmal gegen dich. Attack auf den da und er macht mal, oder sie macht mal Fokus, damit man schneller wieder das Dingens voll ist. Jawohl, sehr schön. Ist der Zwerg weg. Dem saugen wir mal Leben weg. So. Jawohl. Dann Attack. Und Dark Sacrifice auf die Zauberin. Attack on Titan. Naja, nicht ganz, aber halbwegs. Und Frostfall. So, na komm schon. Ich habe immer das Gefühl, die Kämpfe gehen so ewig, ganze Folgen. Das ist, glaube ich, ein Irrtum, aber nur. Da quasi lege ich mich selber mit meinem falschen Zeitempfinden rein. So, alle drauf auf ihn. Sollte er mal langsam down sein oder down gehen. Ja, das sieht doch gut aus. Yes. So, 90 Gems, ein Buch wieder gefunden, bisschen XP. Oh, Edward hat Level 5 erreicht. Sehr schön. Oh, jetzt hat er Drain Life Level 2 gekriegt. Auch sehr nett. So, Siegel of Minons für unseren Minotaurus. Es beschützt unsere Party von Feuer und Eis, von dem Lied von Feuer und Eis. Oh Gott. Schlechte Witze schon wieder. Refresh-Rune heilt die Defense der Party auch ganz okay soweit. Ja, und ich glaube, dann haben wir jetzt diesen Abschnitt halbwegs erkundet. Erkundet haben wir den. Wir müssen nur noch den einen Kampf noch jetzt machen. Aber irgendwas war da... Also... Ich weiß nicht. Dann habe ich das Gefühl, hier ist noch irgendwas. Mist. Muss ich echt mal im Video später schauen zu der Szene. So. Leben geht gerade so noch. Könnte reichen, je nachdem, wer unsere Gegner sind. Und das gefällt mir gar nicht. Irgendwie gefallen mir die Gegner hier überhaupt nicht. Ups. Kann sein, dass da das Kabel ein komisches Geräusch gemacht hat. Dann tut es mir leid. Da ist es mir nämlich gerade irgendwie so ein bisschen dran gezogen, versehentlich. So, dann machen wir Challenge mit dem direkt mal. Den Fokus mit dem Sorcerer war irgendwie doof, ne? Na egal. So, dann Wild Swing. Und der Vampir geht mal direkt auf Lebenssaugtour. Jetzt habe ich auch gar nicht geguckt, was das für Gegner waren oder wie die hießen. Die sehen so aus wie kleine Assassinen irgendwie. Gibt es demnächst statt Assassin's Creed Paper Assassin oder Assassin's Paper oder so. Gott, schon wieder schlechter Witz. Oh, aber die waren... Huch, die waren jetzt aber ziemlich schnell weg, du. Na, so was. Tja, das war ein überraschend leichter Kampf, aber gibt immerhin 510 HP, XP meine ich. Will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Oh, unsere Zauberin hat Level 5 erreicht und lernt jetzt die Mage Armor, die ihre Defense auch verbessert. Sehr nice. Jo, das war doch mal eine nette Runde, du. Nee, halt. Da bin ich jetzt falsch gegangen. Da hinten war, glaube ich, der Weg in die zweite Level.
Boah, also wenn uns die Kleinen schon fast so auseinandernehmen, dann habe ich ja schon ein bisschen Schiss vor dem Boss dieses Blocks. Weil der wischt mit uns dann ja den Boden auf, würde ich mal sagen. Moment, haben wir nicht diesen Quest-Item? Nee, das war jetzt nur die Dings-Seite. Ich hoffe, dass der Schatz. Nee, halt, Moment. Dass das Quest-Item nicht weg ist, wenn wir es benutzen. Reaper Stone? Nee. Red Feather auch nicht. Mist. Doch, der wäre dann weg. Den habe ich jetzt aber mal trotzdem benutzt, weil das war mir jetzt da draußen ein bisschen alles zu heikel. Ich möchte hier mal jetzt gerne verkaufen gerade. So, Weapon. Verkaufen wir mal die schlechtere Mace. Ja. Den Iron Stuff. Das. Oder die Katare, die kann eh gerade keiner benutzen. Das Longsword, das ist eh nur ein Junkie Longsword. So. Dann verkaufe ich mal die Leather Gloves. Weil. Sind eh zwei Stück gewesen und schlechter als die Boots. So. Komisch, naja. Dann haben wir die Rune, die gibt 100. Oh. Ich warte aber mal. Wir können ja scheinbar noch mal später irgendwie mehr Leute dazu nehmen oder so. Keine Ahnung. Da bin ich gerade ein bisschen vorsichtig. Ich wüsste gerne, wozu diese Sachen hier sind. Die echt nur so zum Verkaufen? Mann, was wenn nicht, wenn man irgendwas damit noch anstellen kann? So. Da haben wir jetzt mal einen Buckler. Der eine kann ja ein Schild tragen. Deshalb kaufe ich den jetzt mal. Dann. So, was haben wir hier? Boah, die Healing-Dinger sind aber auch schon ganz schön teuer, du. Dann wage ich jetzt mal eine Scale Armor noch zu kaufen. Dann. Hoch! Schock gekriegt. Richtig, richtig großen Schock gerade gekriegt. So. Muss ich gleich mal gucken, ne? Ich glaube, der hatte eine Axt, oder? Schauen wir mal später. So, was haben wir hier? Oh, Lederhelme. Wäre natürlich auch nett. Gibt noch mal ein Defense mehr, aber gehen wir erstmal in unseren Raum rein. Rüsten neu aus. Equipment, Skelett. Da, Schild. Jawohl. Und ich sehe gerade, der hat überhaupt keine Rune. Seht ihr? Gut, dass wir die nicht verkauft haben. Meine Güte, das wäre ja doof gewesen. Nochmal ein bisschen mehr Leben für ihn. Der hat ein Steel Longsword. Ja, ich glaube, die Iron-Dinger dagegen sind gerade schlechter. Dann der Minotaurus hat eine Shameful Iron Axe. Ja, die andere würde ein bisschen mehr Damage, aber nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das so viel wirklich ausmacht. Okay, der kann die Rüstung, die wir gekauft haben, nicht anziehen. Ich hoffe nur, das war jetzt nicht. Oh, super. Der kann die anziehen. Ich will jetzt nur gucken, ob die Sorceress das auch kann. Ein Greatsword. 2 bis 12, okay. Und die kann. Nee, die kann es nicht anziehen. Haha, seht ihr? Super. Haben wir es genau perfekt gemacht. So. Zack. Also Greatsword merken, ne? Dann die Sorceress. Die kriegt dann gleich so einen normalen Mantel für 12 Defense. Ja. Und ansonsten. Hopp. Na. Oh, ich will immer klicken, aber ich muss durchlaufen. So, Merchant. Ja. Eisenstimme. Dann hier. Verticken. Zack.